Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Marktupdate. Heute schauen wir uns den Cable an oder das Cable bzw. British Pfund gegen den US-Dollar. Sehr, sehr interessantes Währungspaar. Aktuell natürlich ganz klar im Fokus durch die ganze Thematik rund um das Brexit-Referendum. Und ich habe hier im Monatschart beispielsweise, sehen wir es schon, diese horizontale Unterstützungslinie bei ca. 1,2570 eingezeichnet, beziehungsweise diese zwei großen grünen Balken. Und wir wollen jetzt ergründen, was es eigentlich damit auf sich hat, beziehungsweise wie wir an einem möglichen weiteren Kursverfall noch partizipieren können. Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir hier auf dem Monatschart zwar eine sehr, sehr starke abverkaufte Situation sehen, aber, oder beziehungsweise auch, im letzten Monat einen Schlusskurs knapp unterhalb dieser wichtigen abwärtsgerichteten Trendlinie gesehen haben. Aber, und das ist Fakt, die aktuelle Kerze, die wir jetzt hier sehen, die sieht zwar auch schon wieder rot aus, aber sie kann sich noch extrem umkehren, beziehungsweise könnte sich hier wirklich eine größere Long-Entwicklung im British Pfund auch abzeichnen. Und, aber das ist natürlich alles jetzt Zukunftsmusik auf Monatsbasis, müssen wir wirklich erst einmal abwarten. Bis wohin fällt er jetzt noch? Wo dreht er? Und was veranstaltet der Kurs dann mit dieser besagten, sehr markanten abwärtsgerichteten Trendlinie? Das wird nochmal ein sehr, sehr interessanter Faktor. Aber wir wollen darüber sprechen, was diese zwei grünen Balken zu bedeuten haben. Wir sehen es schon hier, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch. Wir hatten ein wunderbares Short-Setup laufen, nachdem es hier, wann war das, im November letzten Jahres zu einem sehr dynamischen Ausbruch aus dieser großen bärischen Flagge kam, sind wir beim Retest eingestiegen und haben das Ganze hier ein ganzes Stück gehalten. Und ja, im Zuge des Brexit-Referendums wurde leider hier ein Teil dieser Orders geschlossen, beziehungsweise der andere Teil gehedged. Ist dann zwar, läuft jetzt zwar weiter hier aktuell, aber ja, leider nicht mehr in der vollen Summe, ist aber auch nicht so schlimm. So, es gab damals natürlich die Überlegung eines primären Kursziels. Dabei handelt es sich hier um die Projektionshöhe dieser Flagge. Das wurde auch sehr, sehr deutlich hier erreicht. Und zwar, wann war das? Das war Mitte Januar diesen Jahres. So, und dann gibt es natürlich noch das sekundäre Kursziel. Und das sekundäre Kursziel, das entwickelt sich durch den reinen Trend, welcher zu dieser Formation führte. So, und dieser reine Trend, der hat es schon in sich. Also wir sprechen hier über ungefähr 2600 Pip. Und vielleicht erinnert sich auch noch der ein oder andere, vor einigen Wochen sprachen wir noch oder Monaten sprachen wir noch über die Möglichkeit, dass wir wirklich mal in Richtung 1,2550 runterfallen. Und aktuell sieht es wirklich danach aus. Also auch das sekundäre Kursziel sollte ja bald erreicht sein. Und dabei handelt es sich hier, wie gesagt, um diesen grünen Balken und diese rote horizontale Unterstützungslinie. Und ganz interessant, wenn wir mal die Pivot Points einblenden. Dann sehen wir, dass sich dieser Bereich nahezu perfekt mit dem Monthly S1 und dem Weekly S3 überschneidet, ja, vor allem mit dem Monats S1 Pivot Point und damit natürlich noch im Juli jetzt erreicht werden sollte. Wie es danach weitergeht, ja, ob er wirklich vielleicht noch bis zum Monthly S2, Monthly S3 runterfällt, das werden wir sehen. Aber aktueller Stand der Dinge, denke ich, dass wir hier noch auf jeden Fall ein gutes Stück weiter in Richtung Süden fallen sollten und entsprechend hier diesen Unterstützungsbereich abholen. Wie können wir an diesem weiteren Kursverfall partizipieren? Das ist natürlich die ganz interessante Frage, die sich hier stellt. Und dazu gehen wir mal in den H4-Chart hinein und da sticht sofort diese Art Flagge hier, diese bärische Flagge ins Auge. Vor einigen Tagen oder beziehungsweise nee, gestern war es sogar. Gestern ist sie hier durchbrochen worden, diese Flagge. Auch recht dynamisch ist an der Spitze auch hier um die 470 Pip, 480 Pip gefallen. Und auf was warten wir jetzt natürlich? Auf den Retest dieser Flagge. Hier möchten wir uns dann nochmal short einklingen an dieser Trendlinie, am besten an der Überschneidung von der Trendlinie, die auf Spike-Basis beruht und auf der Trendlinie, die hier auf dem Linienchart beruht und dann das Ganze nochmal schön in Richtung Süden weiter traden. Es handelt sich dabei um eine Ausdehnung, sagen wir mal, von ungefähr 770 Pip und das ist nicht ohne. Daran möchten wir natürlich gern teilhaben. Es stellt sich lediglich die Frage nach dem Stop-Loss. Wo wir ihn legen, wenn wir hier oben reingehen. Und dann fallen natürlich zwei Widerstandsbereiche ins Auge. Zum einen der hier, den wir hier gleich sehen, bei, was ist das, 1,3340 oder 1,33430. Und dann natürlich hier dieser obere Widerstandsbereich, der sich auch ganz klar
abzeichnet. Das hängt jetzt ganz davon ab, mit welcher Dynamik, mit welcher Intensität der Kurs hier in Richtung Norden schießt. Ja, ob er es überhaupt macht, das ist ja die große Frage, ob wir diesen Retest wirklich noch erleben. Es kann auch sein, der Kurs rutscht hier einfach weiter in Richtung Süden. Aber wünschenswert wäre es natürlich, wenn der Kurs hier weiter steigt. Wenn er sehr, sehr stark oder sehr, sehr schnell steigt, dann beschäftigen wir uns höchstwahrscheinlich mit diesem Widerstandsbereich. Und wenn er etwas langsamer steigt und dadurch natürlich auch mehr Zeit benötigt, kannst du mal hier einzeichnen, dann werden wir uns mit dem Widerstandsbereich hier oben beschäftigen. Also das können wir schon mal an dieser Stelle ankündigen. Dass der Kurs jetzt aktuell dreht, ist kaum verwunderlich, denn auch an dieser Stelle wurde das primäre Kursziel erreicht. Es handelt sich um die Projektionshöhe dieser Flagge. Ziemlich genau erreicht, und zwar mit der nächtlichen Kerze hier zwischen 0 und 4 Uhr wurde dieses Kursziel erreicht. Kurs hat ganz klar darüber geschlossen. Die nächste grüne Kerze ist Spike drunter gesetzt, aber auch drüber geschlossen. Und dementsprechend gehe ich jetzt mal davon aus, dass sich eine kleine Gegenbewegung hier auftut, vielleicht bis zum heutigen Daily S2 hinunter. Moment. Also bis zum Daily S2 nochmal, um diesen Test von heute früh, um diesen Spike von heute früh zu testen und dann hier in eine schöne Gegenbewegung überzugehen. Und das ist ja auch nicht ohne, ja, da sprechen wir auch schon über ungefähr 550 Pip. Diesen Contra-Trade, den könnte man durchaus wagen. Kommt ganz darauf an, wo die H4-Kerze heute hier schließt, beziehungsweise die Tageskerze. Dann kann man sich vielleicht morgen auch erst einklinken, werden wir sehen, wie gesagt, mit welcher Dynamik das hier vonstatten geht. Ich wünsche einen erfolgreichen restlichen Handelstag, verabschiede mich bis zur nächsten Analyse. Bitte immer daran denken, wer Interesse an sehr konkreten Handelssignalen hat, also exakten Einstiegen und Exit Points bzw. Take Profits, der kann unseren kostenpflichtigen Signal Service abonnieren und sollte dann damit bedient sein. Ich, wie gesagt, wünsche nochmal einen erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zur nächsten Analyse. Tschüss.